Und weiter geht's. Also. Höhlen von Beckenbau im Schnelldurchlauf. Mit einem kleinen bisschen Konzentration auf die Akustik. Hier noch was wahrnehmen. Ah, vor allem kommen wir jetzt hier. Genau, kommen wir jetzt hier. Ich finde, das ist richtig alle bei den Magmors, dass sie immer nur die Fresse eingefroren kriegen. Ich meine, es genauso brutal ist wie auch immer Decapitate. Was ist das denn hier zum Beispiel? Ist das einfach nur Sandstein oder ist das gar nichts? Hä? Moment, jetzt bin ich verwirrt. Ach, der reguläre Weg. Moment, war nicht irgendwas mit dieser Säule? War in dem anderen ähnlichen Bereich, ne? Wo wir eine Säule aufgemacht haben. Und entweder kamen wir da noch nicht hin, weil der Gürtel fehlte, oder wir haben es doch geschafft. Hier war es. Ja. Okay. Hier war es und wir haben es geschafft ohne Gürtel. Aber mit dem Gürtel war jetzt natürlich schön abkürzen. Was mir gut gefällt. Oder wir verlaufen uns und gehen einfach wieder zurück. Wie habe ich das denn jetzt geschafft? Wo habe ich mich denn da im Kreis gedreht? Funktioniert. Wir kommen auch jetzt mit dem Doppelsprung ja einfach oben drüber in die Flammen hinein. Nein. Das ist halt geil, denn das ist halt Metroidvania, ne? Dass du halt im Nachhinein halt, wenn du backtracken musst, Möglichkeiten hast, Wege schneller zu gehen und so. Moment, hier war doch noch irgendwas. Auch in einer von den Säulen, oder? Schauen wir uns nochmal genauer an. Da hinten ist eine unsichtbare, guck, da ist eine unsichtbare Plattform. So, da lerne ich. Hier sind einige unsichtbare Plattformen. Aber wo starten? Oh, zum Beispiel. Ach, das haben wir aber doch auch schon geschafft. Habe ich es doch geschafft, hier reinzukommen mit einem normalen Doppelsprung? Wir krassen, da haben wir ja schon einiges vorgegriffen. So, was tun hier unten? Eigentlich nur die Klapper. Ich höre auch nichts. Man hört ja normal dieses Gewummere eigentlich doch immer sehr gut, wenn man drauf hört. Auch von Weitem. Matsch wird es natürlich, wenn einem die eigenen Ohren versuchen, einen Streich zu spielen.
Hier ist zum Beispiel nämlich gut möglich, dass noch was sein könnte. Wobei hier oben war nur irgendwo der Kriegerschrein, da waren wir auch schon drin, ne? Ja. Nee! Ah! Oh! Oh, den habe ich nicht aufgeschrieben. Warte mal, am Sockel von dem Kriegerschrein. Boah, mein Brain, ne? Manchmal. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es aus ist. Hier müssen wir gleich weiter, okay. Da ist nur noch Fendrana, ne? Nur ist gerade ein bisschen, dass die Vertilgungsanlagen nicht da sind. Haben die Piraten wohl inzwischen umgebaut? Hier. Edgar D. Gedächtnis Plattform. Und dann wollen wir hier. Da müssen wir dann auch nochmal die Plattform wieder ausfahren. Das muss man dann doch nochmal immer wieder machen. Kann auch sein, dass es Kordit war, aber irgendwas. Ah, geil. Kriegerschrein. Habe ich doch aufgeschrieben. Okay. Nevermind. Habe ich aufgeschrieben. Wo sind wir? Sehr gut. Irgendein Verbindungskorridor. Um genau zu sein, genau dieser Verbindungskorridor war der, den ich meinte. Ach oh, wir sind jetzt direkt von... Ach, ah, da ist dieser kleine... Ah, das ist das, wo ich ihn gefragt habe. Ja, da habe ich mich auch gefragt, wie man da hinkommt. Guck an. Oh, der Eisspreader ist hier. Ha. Eisspreader erhalten. Diese gewaltige Attacke verbraucht jeweils 10 Missiles. Unter Verwendung des Eisbeams wird zum Aufladen ZR gedrückt, halt mal maximale Aufladung R drücken, um abzufeuern. Zusätzlicher Dateneintrag im Inventar. Bitte, minus drücken. Der Eisspreader ist eine Charge-Combo und nämlich die Charge-Combo vom. Der Eisspreader stellt die Charge-Combo des Eisbeams dar. Durch Einsatz dieser Technik lassen sich größere Bereiche vereisen. Samus und Schützen. Der Eisspreader ist eine Charge-Combo, bei der nur ein einziger Schuss gefeuert wird. Bei jedem Abschuss werden 10 Missiles verbraucht. Der Eisspreader eignet sich zur eingeschränkten. Eignet sich nur eingeschränkt zum Einsatz gegen Luftziele. Genau. Und damit ist auch klar, was auch immer der letzte Beam ist, das ist dann der zweite, der anhaltend ist, während dann Super Missile und Ice Spreader einfach sind. Das ganze schauen wir uns gleich natürlich nochmal an. Aua, 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 aua. Wir selten Damage. Haken hier bei dem Verbindungstunnel mit der Brücke. Wie gesagt, das Ganze ist auch ein Easter Egg. Ich glaube, man kann es als Easter Egg bezeichnen. Ich würde sagen, das ist schon in Ordnung.
An Super Metroid. Wo es ja möglich war, auch eine Brücke, so ein Glaskorridor mit einer Powerbombe zu sprengen. Vielleicht sehen wir es irgendwann auch mal auf dem Kanal. Sag mal, bist du denn beknackt bekloppt, Samus Aran? Das ist der, ne? Talon, genau. Dann sind wir jetzt auch schon wieder am Punkt der. Fast am Punkt der Destination. Ah, angekommen. Roll, 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 roll. Oh, haben wir gerade wieder richtig Pops, ne? X-Ray Visor, Rebel Beam, Ice Spreader. Kurz mal die soll überprüfen, die ist massiv, okay. Gleiche gilt für diese Säule. Ne? Ups. Mädchen. Na komm, wir gucken jetzt doch mal eben. Okay, jetzt, ne? Man sieht, der hat dann einfach einen großen Impact. Die Bombe. Die Rakete. So, hier sind wir jetzt am Ort. Am gewünschten. Und irgendwo war hier ein Grabbelpunkt. Aber wo? Aber wo? Da. Allerdings von hier zu hoch. Sehr schön. Hm? Battery. Ach so. Wenn ich auf einmal die Musik ändert. Schraub dich hoch. Muss niesen. Oh, Entschuldigung. Ach so, das ist ein Morphballer. Morph Bomb Aktivator dann auf einmal. Oh, jetzt schraubt sich die ganze Decke nach oben. Mach. Und wieder normale Musik.
Interessante Designentscheidung. Durchatmen. Auch gefährlich. ZR und R liegen halt nah beieinander. ZR für Bomben. R für Powerbomb. Hä? Ich Idiot! Ich. Gott, nur raus! Ah! Plattform! Ja, und nochmal rein, genau. Wunderbar. Das war ja kurzer Brainfart. Stopp. So ein Dreck. Also auf Neues. Kannst keinem erzählen, ne? Vor nicht einer Minute spreche ich davon. Und aufpassen muss, dass man die Köpfe nicht miteinander verwechselt. Und zack. Da passiert's. Nur weil ich gerade im Kopf gedacht habe, dass ich nämlich jetzt gleich hier an der Stelle das Ganze nämlich mit einer Powerbomb regeln wollten. Regeln wollen würde. Okay, die geht auch wirklich nur in dem Radius. Ach guck mal, das ist auch wieder alles. Das ist alles Magnet hier. Das muss aber draufschreiben. Genau, das ist ja interessant. Ne? Man wüsste ja unser eins, wo wir einfach denken, wir könnten nur über dem orangen Teil darüber. Aha. Die ist aber eine heikle Kiste. Die ist eine heikle Kiste. Lass mich. Wie oft sind wir jetzt schon im Kreis um den Raum rum? Ja, und lass mich das besser. Auf diesem Felsbrocken landen und dann da runterrollen, ey. Der Plasma-Beam. Ist das der Sad-Stück der Geothermalanlage hier oder was? Leute, wir machen so krass den Progress. Plasma-Beam erhalten. Mitte X und links verwenden, um zum Plasma-Beam zu wechseln. Mithilfe des Plasma-Beams lassen sich Plasma-Türen öffnen. Zusätzlicher Dateneintrag im Inventar, bitte minus drücken, um das Inventar aufzurufen. Es wurden nur extra Mobile freigeschaltet. Waffenarm. Plasma-Beam. Der Plasma-Beam feuert Ladungen flüssiger, hochtemperierter Energie ab. Mit diesem Strahl lassen sich brennbare Objekte und Gegner entflammen. Samensnotizen.
Mithilfe des Plasmabeams lassen sich Plasmatüren öffnen. Der Plasmabeam ist äußerst effektiv bei der Bekämpfung von niedrig temperierten Lebewesen. Wird der Plasmabeam aufgeladen, lässt sich eine kugelförmige Plasmaladung abfeuern. Davon getroffene Gegner stehen für einen Moment lang in Flammen. Genau, wir haben den letzten Waffenarm-Beam. Oder auch nicht. Da unten sind noch Fragezeichen. Da haben wir den letzten regulären Waffenarm-Beam. Womit auch der Elementarfokus hier komplett ist. Ne? Eis, Elektro. Wir sehen hier etwas höhere Schussfrequenz als der Eis-Beam. Und halt so ein geiler durchgehender Strahl. Ne? Und jetzt nochmal hier Waffennamen. So, Standard. Ne? Wave Beam, breit. Ice Beam, hoch. Und Plasma Beam, nach vorne lang. Ja, hier der Vergleich. Ist deutlich länger als eine normale Ausrichtung. Gucken wir auf das Hand. Die Hand, das Hand. Das Hand ist eigentlich, weiß ich nicht, Kleinfinger so ein bisschen, Kleinfinger und Ringfinger ein bisschen zur Mitte gewandt. Daumen angelegt. Plasma Beam für nach vorne. Oh, ne? Power Beam. Wave Beam. Das Beam. Aua. Geil. Geil, 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 geil. So, damit dürften wir die Höhlen von Magmor, ehrlich gesagterweise, auch durch haben. Meines Erachtens. Irgendwas war auch ganz gut, dass wir wirklich dann ganz vorne angefangen haben, wirklich nochmal alles komplett durchdekliniert haben. Um so sicherzustellen, dass wir nämlich jetzt hier an sich durch sind. Und dann würde ich, guck mal, da hinten haben wir direkt hier, ne, theoretisch wie die Phasenminen rein. Ich würde aber dann erstmal, dann machen wir das Backtracking nämlich weiter. Komplett. Und zurück nach Fendrana gehen. Denn da hatten wir ja auch viel, wo wir die Plasma-Beam für brauchten. Nämlich. Ja, ja, ja. Was sagt die Uhr? 9:30. Okay, wir haben noch knapp. Ein bisschen weniger als eine Stunde. Leute, ey, es. Ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber es könnte sein, dass wir nächste Woche schon die Finale widmen. In gewisser Art und Weise. Aber vielleicht verspreche ich da auch zu viel. Hier bringt der Ganze natürlich das Ganze natürlich ein bisschen weniger. Gerade jetzt mit dem Plasma-Beam. Bin gehüpft. Wir wollen jetzt rechts erröben, ne? Dürfte ich hier erstmal raus, ihr Bastarde? Hm? Wie wär's damit? Schlingel seid ihr! Hier war auch nichts mehr, ne? Nee, hier war nichts. Aber hier haben wir. Oh, die Lavapumpe arbeitet nur mit voller Leistungskapazität. Okay. Und die nach dem Löden des Rätsels nicht nochmal abgescannt. Ist der richtige, ne? So, die Gelegenheit dahinter und gehen direkt mal speichern.
In den Chozo-Ruinen können wir natürlich, aber das machen, ja. Mhm. Machen wir, glaube ich, dann auch von den Faserminen aus. Kommt natürlich jetzt auch in die Halle der Hitze.